Das ist Claudia. Claudia ist 25 und eine aktive junge Frau, die in Mainz in einer Mietwohnung lebt und demnächst mit ihrem Freund zusammenziehen möchte. In ihrem Urlaub taucht Claudia gerne, am liebsten im ägyptischen Hurghada. Claudia arbeitet im Unternehmen ihres Vaters. Das ist Claudias Vater Klaus. Er ist Hausverwalter. Er kümmert sich also sozusagen gegen Geld um die Immobilien anderer Leute. Klaus hat einen stressigen Job und merkt, dass er älter wird. Deswegen hat er Claudia als Nachfolgerin in sein Unternehmen geholt. Im Moment arbeitet sie dort als angestellte Verwalterin. Klaus hat sein Hobby zum Beruf gemacht, als er das Unternehmen vor 30 Jahren gründete. Er verlangt einfach, dass seine Mitarbeiter den Job mit der gleichen Leidenschaft machen, die er mal hatte. Doch er hat den Eindruck, dass seine Mitarbeiter zu viel Zeit verplempern und deshalb hat er eine Idee. Klaus ruft auf der Suche nach einem guten Seminaranbieter bei mir an. Er möchte, dass seine Mitarbeiter effizienter arbeiten lernen. Termin und Ort sind schnell vereinbart. Das Thema Zeitmanagement, Organisation und Struktur in der Hausverwaltung. Wir, mein Partner und ich, sollen bitte zwei Gruppen à je 10 Mitarbeiter für je einen ganzen Tag trainieren. An unterschiedlichen Terminen buchen wir also einen schicken Seminarraum, bestellen verträgliche Verpflegung und bereiten alles so vor, dass die Teilnehmer sich rundum wohlfühlen können. Wie immer beginnt ein solcher Tag mit einer Vorstellungsrunde. Und schon da sprach die für uns überraschenderweise anwesende Claudia ganz klar und als Erste aus, was alle offensichtlich bewegte. Der Grund für Ineffizienz im täglichen Tun war nämlich sonnenklar. Und wie so oft, der Fisch stinkt vom Kopf her. In diesem Fall also von Claudias Vater. Klaus schreibt nämlich, weil er ach so viel zu tun hat, etwa einmal täglich eine E-Mail to everyone. Seine pfiffige Idee? Wenn ich als Chef eine Mail mit allem schreibe, was so anliegt und das an alle schicke, spare ich viel Zeit. Komisch nur, dass die Mitarbeiter echt genervt die Augen verdrehen, sobald sie davon hören. Denn Klaus ist beim Schreiben keineswegs zimperlich. So landet ein buntes Allerlei in einer einzigen Mail. Juristisches, organisatorisches, Aufträge, auch mal Privates, der Tauchurlaub mit Claudia, Kritik an einzelnen Mitarbeitern. Respekt kennt Klaus offensichtlich nicht. Nachdem die zweite Teilnehmergruppe das gleiche Klagelied anstimmte, war klar, wir Trainer müssen handeln. Wir überzeugten Klaus, ein weiteres Training für die Führungsebene durchzuführen, um sie mit den gleichen Techniken auszustatten wie vorher die Mitarbeiter. Unser eigentliches Ziel? Fisch Klaus den Kopf zu waschen. Im Rahmen des Führungskräfte-Coachings rechneten wir Klaus und seinem Team dann plakativ vor, was seine E-Mail to everyone das Unternehmen eigentlich so kostet. Um ihn von dieser extrem ineffizienten Arbeitsweise, die zudem respektlos mit der Zeit der Mitarbeiter umgeht, abzubringen. Wir legten zugrunde, dass Klaus ca. 15 Minuten an einer solchen Mail schreibt. Jeder Mitarbeiter braucht etwa 10 Minuten, um sie zu lesen und seinen Handlungsbedarf zu ermitteln. Bei 25 Mitarbeitern sind das 250 Minuten am Tag. Im Monat ergibt das satte 5.000 Minuten purer Ineffizienz und Respektlosigkeit. Rechnen wir das Ganze wiederum in Stunden pro Monat um, so sind es satte 83 Stunden, also quasi eine Halbtagskraft. Mal genommen, mit einem angenommenen durchschnittlichen Stundensatz von fairen 50 Euro, kostet die E-Mail to everyone das Unternehmen monatlich 4.200 Euro. Das sollte Klaus doch wohl überzeugen, oder? Da hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Klaus wischte die Rechnung mit einem Satz vom Tisch. Mag sein, aber deswegen werde ich mich nicht ändern. Wir brachten den Coaching-Tag mit dem Führungsteam zu Ende und wussten, hier ist Hopfen und Malz verloren. 2 Tage später schellte bei meinem Partner, Inhaber einer Unternehmensbörse für Hausverwaltungen, das Telefon. Am Apparat ein Mitarbeiter aus Klaus' Führungsebene. Er habe insbesondere nach dem Coaching-Tag die Nase so voll. Er wolle sich lieber selbstständig machen. Ob Michael da nicht ein passendes Unternehmen für ihn im Angebot hätte? Was sagt uns das? Klaus arbeitete noch bis 2011 im Unternehmen, bis seine Tochter ihm anhand gesunkener Umsätze und steigender Krankheitsrate drastische Veränderungen nahelegte. Klaus entschied sich, ab sofort dem Tauchhobby mehr zu frönen und übergab die Geschäftsleitung komplett an Claudia. Diese schaute sich alle Fakten an, auch die ihr bisher unbekannten. Dabei warf sie ihr Hauptaugenmerk auf die Dinge, die im Unternehmen bereits richtig gut laufen. Zudem sprach sie mit allen Mitarbeitern über deren Ziele und Rahmenbedingungen.
Sie erfuhr so einiges über ungenutzte fachliche und persönliche Potenziale in ihrem Team. Sie entschied, statt wie der Vater von oben herab, zusammen mit ihrem Team. Aus Betroffenen wurden Beteiligte, Menschen, die an der Lösung von Themen mitgearbeitet und so ein höheres Interesse an deren Umsetzung haben. Kooperativer Führungsstil ist eben von Grund auf respektvoll, weil er Menschen sieht, statt nur den Umsatz. Gemeinsam konnten Claudia und ihr Team den Umsatz innerhalb von 2 Jahren um knapp 25% steigern. Kunden merken, wenn in einem Unternehmen plötzlich mehr Fröhlichkeit und Serviceinteresse vorhanden sind. Claudias wertschätzende Führung hat dem Unternehmen Flügel verliehen und die Mitarbeiter unglaublich motiviert. Der Krankenstand ist heute kein Thema mehr. Und so schellte im Februar 2013 mein Telefon. Claudia, sie wollte Danke sagen. Sie hat bei uns verstanden, dass erfolgreiches Wachstum nur auf einem Mutterboden aus Respekt möglich ist. Claudias Fazit? Gelebte Wertschätzung wirkt wie Dünger und Wasser. Und jetzt sind Sie dran. Ich lade Sie ein, die nun folgende Pause dafür zu nutzen, positive Dinge an Ihren Mitmenschen wertzuschätzen. Kleidung, Gesprächsinhalte, Servicequalität. Wir sagen viel zu wenig, was gut läuft. Also sprechen Sie direkt aus, was Sie Gutes wahrnehmen. Und sagen Sie es dem anderen jetzt.